kleiner Trotro, kleiner Trotro, lustig, frech und froh. Eselchen, du entdeckst deine Welt, tu, was dir gefällt. Trotro, der Judo-Meister. Ein toller Judo-Anzug. Der ist aber schön, mein Junge. Du siehst damit wie ein echter Meister aus. Der Judo-Lehrer ist zufrieden mit unserem Jungen. Er sagt, er sei sehr begabt. Ja! Ha! Das freut mich, Trotro. Ja! 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 Ich bin ein echter kleiner Judo-Meister! Hey, Lili, Nana! Hm? Na, was sagt ihr? Ich bin ein echter kleiner Judo-Meister. Zuerst mal, nur weil du den Anzug anhast, bist du noch lange kein Meister. Außerdem haben echte Judo-Meister einen farbigen Gürtel. Ja, das stimmt. Und dein Gürtel ist nur weiß. Hm. Aber... Mama, Mama! Ja? Welche Farbe hat der Gürtel von einem Judo-Meister? Das weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Farben. Verschiedene? Wie beim Regenbogen? Ja, genau. Frag mal Papa, der müsste es wissen. Papa, Papa, welche Farben hat ein Regenbogen? Ein Regenbogen, das sind rot, orange, gelb, grün, blau, dunkelblau und lila. Wozu möchtest du das denn wissen, Trotro? Damit ich ein echter Judo-Meister sein kann. Ich finde, Papas Krawatten sind prima Judo-Gürtel. Blau, rot. Die anderen Farben weiß ich leider nicht mehr. Macht nichts, ich nehme sie alle. Oh, ich werde ein ganz, ganz, ganz starker kleiner Judo-Meister sein. Du holst mich nicht ein, Lilly. Du holst mich nicht ein. Nana, Lilly. Du bist... Seht ihr, jetzt bin ich ein ganz super starker Judo-Meister. Ich trage nämlich Gürtel in allen Farben. Ja, aber deinetwegen hat Lilly mich geschnappt. Du bist... Oh! Achtung, Lilly, jetzt muss Trotro uns fangen. Du bist... Du fängst mich nicht, Lilly. Oh! Klasse, jetzt bin ich auch eine Judo-Meisterin, Trotro. Oh, ich auch. Ich auch. Ich will auch eine Judo-Meisterin sein. Du kriegst meinen Gürtel nicht, Nana. Yippie. Siehst du, Lilly, jetzt bin ich auch eine Judo-Meisterin. Das Gürtelspiel macht unheimlichen Spaß. Los, noch ein. Oh? Ja. Hurra, ja. Na, ich hab mehr Gürtel als ihr. Ich bin der stärkste kleine Judo-Meister von allen. Trotro liest vor. Und nun, meine verehrten Damen und Herren, sehen Sie den unglaublichen Teddy. Er wird Ihnen eine riesen Vorführung auf dem Trampolin zeigen. Doing, doing, doing. Bravo, 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 Teddy. Jetzt wird aber geschlafen, Trotro. Noch nicht, Mama. Erst lese ich Teddy noch eine Geschichte vor. Ja, ist gut, Trotro. Teddy will nämlich nicht einschlafen, wenn man ihm keine Geschichte vorliest. Du kannst lesen, Trotro? Natürlich kann ich das. Hä? Stimmt's, Teddy, ich kann gut lesen. Zum Vorlesen, da muss man eine ganz tiefe Stimme machen. In der Steppe, ganz tief, im fernen Afrika. Ich kann die Wörter zwar nicht richtig lesen, aber die Geschichten kann ich schon auswendig. Ich weiß genau, was alles drin vorkommt. In der Steppe, ganz tief im fernen Afrika, traf ein Zebra eine Giraffe. Bitte, die Geschichte ist zu Ende. Schläfst du noch nicht, Teddy? Dann hat dir die Geschichte sicher gefallen. Ich hab dir doch gesagt, dass du jetzt schlafen sollst, Trotro.
Soll ich dir jetzt eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen? Aber bitte nicht die da. Die haben wir schon gelesen. Es war einmal vor langer Zeit, als es noch Feen und Zauberer gab. Wenn Teddy eingeschlafen ist, heißt das, ihm gefällt die Geschichte nicht. Du liest sie eben nicht so gut wie ich vor, Mama. Ja, das stimmt. Du kannst sehr gut vorlesen, mein Kleiner. Gute Nacht, Trotro. Gute Nacht, Teddy. Trotro ist verliebt. Sieh doch mal, Lilly. Unser Trotro sieht heute ganz verträumt aus. Er denkt an seine Freundin. Nana ist jetzt seine Freundin. Er will die ganze Zeit nur noch mit ihr spielen. Schade, dass sie mich nicht ansieht. La la la, la la, hüpf, 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 kleines Püppchen, hüpf, hüpf, hüpf. Hoffentlich möchte sie heute mal mit mir spielen. Yippie! Oh! Ich würde gern mal mit ihr reden, aber ich traue mich nicht. Ich fände es schön, wenn sie mit mir spielen würde. Möchtest du mit mir wippen, Nana? Ach nein, dann mache ich mich schmutzig. Soll ich dir mein Fahrrad borgen? Nein, das reiße ich mir mein Kleid. Möchtest du mit Teddy spielen? Nein. Ich hab doch Fanny. Hier, die ist für dich. Die Blume ist aber hässlich. Kommst du, Trotro? Oh. Baust du eine Burg? Ich versuch's, aber sie ist leider viel zu klein. La 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 la. Ja, Trotro, schneller! Sie ist langweilig. Trotro und Lilly haben viel mehr Spaß zusammen. Du, Trotro, darf ich auch mitspielen? Ja, gern! So, bitte. Ganz viel Sand für eine große Burg. Wir müssen einen Bauchfahren haben. Trotro fährt Rollschuh. Rollschuhfahren ist klasse. Ich hab's noch nie versucht. Das Tolle an Rollschuhen ist, dass man die Schuhe nicht anziehen muss. Rollschuhfahren ist gar nicht so einfach. Oh, warte! Oh. Da
Deinetwegen falle ich noch. Mit dir komme ich aus dem Gleichgewicht. Ich will lieber allein fahren. Dann bin ich auch viel schneller. Komm schon, Lilly, mach es so wie ich. Guck mal her, hier kommt das Flugzeug von Trotro, dem Helden. Hier kommt die Kaffeekanne von Trotro, dem Helden. Sei vorsichtig, Trotro! Fast wäre ich hingefallen. Ein Applaus für den Supersprung von Trotro, dem Helden! Oh ja! Bravo! Oh, halt vorsichtig! Das war der Sturz von Trotro, dem Helden! Du hast recht, Lilly. Rollschuhfahren ist gar nicht so leicht. Und jetzt habe ich gar keine Lust mehr. Das Blöde an Rollschuhen ist, man hat keine Schuhe für den Weg nach Hause. Trotro spielt Baby. Wum, 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 wum. Wum, 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 wum. Wum, so Teddy, jetzt steckst du in einen superschnellen Rennwagen. Wum. Sag mal, Trotro, du könntest deine Spielsachen eigentlich auch mal wegräumen. Also, aber ich kann leider nicht aufräumen. Ach so, aber warum denn nicht? Na, weil ich noch zu klein bin. Ich bin ein Baby. Wirklich? Ich finde dich schon recht groß für ein Baby. Was braucht denn ein Baby? Nein, ich brauche unbedingt... eine alte Babynuckelflasche. Und einen Babyschnuller. Hurra, ein Babykuscheltuch. Um ein richtiges Baby zu sein, fehlt mir nur noch das hier. Und zieh und zieh. Nämlich den alten Baby-Buggy. So dumm, dass Babys im Kinderwagen noch nicht mit ins Kino gehen dürfen. Wirklich sehr traurig. Wie bitte ins Kino? Oh, du hast ja recht. Ist das schade. Wir wollten doch heute Nachmittag alle zusammen einen Cowboy-Film sehen. Ein Cowboy-Film? Das macht doch nichts. Wir spielen lieber in der Buddelkiste. Das ist doch besser. Ja, in der Buddelkiste fühlen sich Babys wohler. Oh? Na, sag mal, was machst du denn da, Trotro? Na, ich bin gewachsen. Guckt mal, ich bin schon riesengroß. Ich bin kein Baby mehr. Ich bin Trotro, der größte Cowboy des Wilden Westens. Trotro telefoniert. Das ist Mamas Handy, das da klingelt. Und Mama will nicht, dass ich mit ihrem neuen Handy spiele. Hier, Trotro, für dich. Für mich? Danke, Mama.
Pass gut darauf auf, Trotro. Ein Handy ist kein Spielzeug. Ja, Mama, ja. Hallo, Trotro, hier ist Lilly. Kannst du mich gut verstehen? Hallo? Ja, Lilly, ich höre dich gut. Wo bist du? Rate mal. Ich bin in einem Garten, wo ein riesengroßer Apfelbaum steht. Ich weiß es. Ich weiß, wo du bist. In meinem Garten und hast mich mit dem Handy deiner Mama angerufen. Warte auf mich, Lilly. Trotro, bring es mir bitte wieder zurück. Ja, Mama, aber warte, bis ich Lilly gefunden habe. Jetzt stehe ich unter dem Apfelbaum. Hallo, hallo Lilly, hörst du mich noch? Ja, Trotro, ich höre dich. Ich weiß, wo du bist. Lilly hat sich hinter dem Baum versteckt. Buh! Lilly? Lilly? Na, sag mal, wo bist du? Rate mal. Da, wo ich bin, riecht es schön. Ah, jetzt weiß ich. Du bist in der Küche, Lilly. Aber nein, ich pflücke Blumen. Blumen? Ah, jetzt weiß ich genau, wo du bist. Hä? Oh nein, das ist gemein. Ich bleibe jetzt hier sitzen. Hallo, Trotro, kannst du mich noch hören? Nein, ich höre dich nicht mehr. Na los, steh auf, geh mal zum Sandkasten. Da wartet eine Überraschung auf dich. Eine Überraschung? Im Sandkasten? Ja, Trotro, die eine Blume ist für dich und die andere, die ist für Teddy. Teddy? Wo ist Teddy? Ich habe Teddy verloren. Aber nein, sieh mal unter dem Apfelbaum nach. Ach ja, du hast recht, da hat er doch gesessen. Ja, der Arme. Aber woher weiß Lilly denn, wo mein Teddy geblieben ist? Weil ich hinter dir stehe. Ah. Und Teddy ist auch da. Du hast mich reingelegt. Hallo? Trotro? Ja, Mama, ich höre dich. Kann ich langsam mein Handy wieder haben? Ja, Mama, ich verabschiede mich nur noch von Lilly. Dann kriegst du es. Hallo, Lilly, hier ist Trotro. Ja? Wiedersehen und bis bald. Mach's gut. Trotro und der Schneemann. Toll, es schneit. Jetzt kann ich endlich einen Schneemann bauen. Das geht ganz einfach. Und los! Rolle, rolle, kleine Kugel. Und jetzt ist die Kugel groß genug für den Bauch. Und für seinen Kopf? Na, ganz einfach. Da rolle ich eben noch eine Kugel. Und schon ist mein Schneemann fertig. Oh, du brauchst ja auch noch Augen. Bitte schön, mein Herr. Schon geschehen. Nun fehlt dir noch ein Mund. Die Nase nicht vergessen. Da hast du eine große Nase, damit du besser atmen kannst. Jetzt bist du ein richtiger, fertiger Schneemann. Brr, ist mir kalt. Meine Hände sind eisig. Ich gehe jetzt lieber rein. Oh, aber du Armer musst ja auch frieren. Oh, bist du aber schwer. Da fällt mir was ein. Ich kann dich gleich holen. Also hier drin frierst du nicht, garantiere ich dir. Sag mal, was ist denn das für eine Pfütze? Hä? Oh, er zerfließt. Trotro, dein Schneemann fängt an zu schmelzen. Warum hast du ihn nur reingebracht? Hier drin ist es zu warm für ihn. Aber er hat gefroren, Papa. Ich wollte ihn aufwärmen. Trotro, wenn du deinen Schneemann behalten willst, dann musst du ihn im Freien lassen. So, bitte. Und gleich kommt eine tolle Überraschung. Thank you.
sonst erkältest du dich. Gute Nacht, mein lieber Schneemann. Ich träume von dir die ganze Nacht. Trotros Lieferwagen. La 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 la. Und fertig sind 5 leckere Kuchen. Jetzt muss ich sie nur noch hübsch machen. Hier, Lili, guck mal, was ich gepflückt habe. Und das hier? Das wird lustig. Mhm. Guten Tag, Frau Blumenverkäuferin. Ich möchte einen hübschen Strauß kaufen. Er kostet genau einen Kuchen. Das ist nicht teuer. Ich nehme ihn. Bitte sehr. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Das duftet. Guten Tag, Frau Bäckerin. Yum, yum, Ihre Kuchen sehen ja gut aus. Entschuldige bitte, Nana, das war keine Absicht. Spielt ihr verkaufen? Dürfen wir mitspielen? Ja, gern. Was möchtet ihr denn Schönes verkaufen? Ich weiß, was ich verkaufen will. Wartet mal. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann ja Kuchen backen. Oh nein, denkt ihr was anderes aus. Ich bin die Bäckerin. Hereinspaziert, hereinspaziert. Macht alle mit beim großen Bada-Bada-Bumm-Spiel. Ein Schuss für einen Blumenstrauß oder einen Kuchen. Oh ja, ich will unbedingt spielen. Ich geb dir einen Strauß. Dankeschön. Hier. Klasse! Oh ja, oh ja, toll! Jetzt ich, Bobo. Du bekommst von mir einen Kuchen für einen Schuss. Ist gut, hier. Ist das lustig? Ich hol dir noch einen Kuchen und werfe gleich nochmal. Ich auch. Ich hol dir noch einen Strauß. Jetzt weiß ich was. Bleibt bitte alle, wo ihr seid, ja? Wo will er denn hin? Mein Beruf ist Lieferwagenfahrer. Trotros Blitzlieferwagen fährt alles. Hier ist Trotro, der Blitzlieferer. Trotro, der kleine Papa. Ich habe meine Stiefel ganz allein ausgezogen. Sehr gut, mein Kleiner. Bravo, Trotro. Und nun stell sie bitte noch in den Schrank. Ja, Papa. Papas große Stiefel, Mamas mittelgroße Stiefel und Trotros kleine Stiefel. Die von Papa sind wirklich sehr groß. Hopp, einfach reinsteigen. Holla, holla. Nur damit zu laufen ist nicht so einfach. Mit den Stiefeln habe ich Papas Füße. Hopp, hopp. Oh, ich sehe alles undeutlich. Damit sehe ich von oben bis unten wie mein Papa aus. Guten Tag. Ich bin der Papa von Trotro. Oh? Guten Abend, Trotro. Hopp! Also mal sehen. Was gibt es Neues in der Zeitung? Papa spielen ist lustig. Guten
Tag, guten Tag, liebe Frau Mama. Na sowas, wer kommt denn da in meine Küche? Ich bin es, der kleine Herr Papa. Guten Tag, lieber kleiner Herr Papa. Der kleine Herr Papa möchte gerne ein Marmeladenbrot essen, während er seine Zeitung liest. Mama, ich bin Trotro und ich kuschle mit meinem lieben kleinen Teddy. Hier, mein kleiner Trotro, hast du ein köstliches Marmeladenbrot zum leckeren Kakao. Jam, jam, Trotro läuft das Wasser im Mund zusammen. Nein, ich bin Trotro. Und das ist mein Teddy. Ist ja gut. Du hast ja recht, Trotro. Ja, ich bin nämlich euer Trotro. Und das ist sehr gut so. Und das Marmeladenbrot da ist für mich. Oh.